Hallo meine Lieben, bevor es mit eurer neuen Vespa Primavera oder Sprint auf die Straße geht, hier noch die wichtigsten Punkte von mir zur Fahrzeugbedienung. Grundsätzlich ist Primavera und Sprint technisch gesehen das gleiche Fahrzeug, welches sich nur durch den Scheinwerfer und die Felgenform unterscheiden. Zu jeder Primavera oder Sprint gibt es zwei Schlüssel, eine Fernbedienung und eine Codekarte. Der wichtigste Schlüssel ist der sogenannte Master Key, das ist der braune Schlüssel. Den braucht euer Händler, um euch einen Ersatzschlüssel an euer Fahrzeug anzulernen. Im Zündschloss ganz nach links drehen. Wenn der Lenker ganz nach links eingeschlagen ist, ist euer Fahrzeug abgesperrt. Lenkradsperre, genauso wie Handschuhfach und Sitzbank, lassen sich nicht öffnen. Wenn man den Schlüssel einmal zurücktritt nach rechts, ist die Lenkung offen, allerdings Handschuhfach und Sitzbank lassen sich noch immer nicht öffnen. Dieses geht erst in der nächsten Position. Eins vor der Zündung hat man dann die Möglichkeit, über das Zündschloss durch Draufdrücken vorne das Handschuhfach zu öffnen oder über den Taster links daneben die Sitzbank zu entriegeln. Die nächste Stellung ist dann schon die Zündung, wo man dann, wenn man einen Bremshebel zieht und den Startknopf betätigt, das Fahrzeug zum Starten bringt. Am Tacho oben ist das ABS-Lämpchen, das immer blinkt, die Öldruckkontrolllampe und die Motormanagement-Kontrolllampe, die immer beim ersten Mal Zündung aufdrehen, leuchten müssen. ABS-Lämpchen bei den kleineren Modellen ist immer so, dass man, wenn man mit dem Fahrzeug stillsteht, bei der Ampel oder zwischendurch einmal anhält, das ABS-Lämpchen immer blinkt. Primavera und Sprint haben ABS nur am Vorderrad, am Hinterrad ist eine Trommelbremse ohne ABS. Links haben wir Fernlicht und Lichthupe, darunter befindet sich Blinker, links und rechts, zum Ausschalten in der Mittelstellung draufdrücken, ganz darunter die Hupe. Rechts oben ist der sogenannte Notausschalter, darunter die Mode-Taste für den Tageskilometerzähler und der Startknopf. Durch Draufdrücken auf Schloss bekommt man das Handschuhfach auf, wo sich im Handschuhfach die wichtigsten Sicherungen, eine USB-Steckdose und die Sitzbank-Notentriegelung befinden. Unter der Sitzbank haben wir den Tankdeckel, der verschraubt ist. Primavera Tankinhalt sind 7 Liter. Man kann von 95 bis 100 Oktan alles reintanken, nur keinen Diesel bitte. In dem Helmfach ist Platz für einen Helm. Helmwanne kann man herausnehmen. Hinten im Fahrzeug befindet sich die Fahrgestellnummer eingestanzt. Diese bitte mit den Fahrzeugpapieren überprüfen, ob sie auch übereinstimmen. Die Primavera verfügt über einen Mittelständer, wo man das Fahrzeug ganz einfach aufbocken kann. Dazu das Fahrzeug ausbalancieren, den Ständer herunterdrücken, gedrückt halten, das Knie nach hinten drehen und ein bisschen durchstrecken. Dann springt das Fahrzeug von ganz alleine auf den Ständer. Bitte das Fahrzeug ein bisschen einfahren, was Reifen, Bremsen und Motor betrifft. Da die ersten 100 Kilometer ein bisschen vorsichtiger fahren, Fahrzeug kennenlernen, keine Vollbremsungen machen und nicht so stark in die Kurven reinlegen und schon langsam steigern. Das erste Service bitte nach 1000 Kilometer machen, dann 5000, 10.000 in diesen Schritten weiter die Serviceintervalle, beziehungsweise einmal im Jahr, wenn man weniger fahren sollte. Allerdings bitte nicht immer auf den Kilometerstand warten und dann einen Servicetermin verlangen, sondern vielleicht vorher einen Termin ausmachen. Man kann ruhig das Service auch ein bisschen früher machen. Es kann vorkommen, dass deine Vespa vielleicht nicht gleich starten möchte. Dazu bitte kontrolliere, ob der Notausschalter in der richtigen Position steht. In der Mitte der Sitzbank vorne befindet sich ein Haken, wo ihr Taschen oder Rucksäcke befestigen könnt. Und darunter ist die Serviceklappe, die für die Werkstatt wichtig ist. Ansonsten haben wir hier die Fernbedienung, wo die linke obere Taste die Sitzbank entriegelt und die Taste rechts daneben die Blinker ansteuert, der sogenannte Bike Finder, wo ihr euer Fahrzeug leichter findet. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und eine sichere Fahrt mit eurem Fahrzeug. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach bei euren Händler anrufen oder uns kontaktieren.